Willkommen im maßgeschneiderten Weltbild eines Narzissten. Sie spielen Menschen gnadenlos gegeneinander aus, benutzen sie als willige Opfer und dienstbare Geister und bestrafen Fehlverhalten mit Zuckerbrot und Peitsche. Narzissten sind toxische Persönlichkeiten, die nur eine Fassade leben und nichts Authentisches zu bieten haben. Ihr Selbstbild ist vollkommen verzerrt und grenzt an einen Gottkomplex. Sie halten sich für großartig und unbesiegbar, fühlen sich kontinuierlich zu wenig gewürdigt und sind die einzigen weltweit, die alles richtig machen. Narzissten irren sich niemals und Fehler unterlaufen ihnen schon gar nicht. Damit dieses Weltbild keine Sprünge, Risse oder Kratzer bekommt, müssen sie die Wahrheit konsequent ausblenden. Die Psychologie nennt diese Fähigkeit, ganze Teile von Erinnerungen einfach zu löschen, Abspaltung oder Splitting. Man kann sich an Negatives nicht erinnern, weil man es schlichtweg nicht möchte. Was folgt, ist ein Zustand, den Experten als sogenannte wahnhafte Amnesie bezeichnen. Wie sich diese im Alltag zeigt und auf die Beziehungen eines Narzissten auswirken kann, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Nummer 1. Der Narzisst ist immer ehrenhaft, vollkommen und gut. Wer beruflich oder privat in die Fänge eines Narzissten gerät, wird eine ganze Weile brauchen, um dieses Spiel zu durchschauen. Narzissten genießen denselben großen Vorteil wie notorische Lügner. Sie glauben ihre eigenen Geschichten, auch wenn sie noch so abstrus und haarsträubend sind. Diese krankhafte Monoperspektive betrifft auch und vor allem ihr Selbstbild. Ein Narzisst kann im echten Leben der unfähigste Mensch aller Zeiten sein. In seiner Welt ist er Gott. Er betrachtet sich als unfehlbar, großartig und echtes Geschenk des Himmels an die Menschheit. Nichts von dem, was er tut, könnte man in irgendeiner Weise negativ interpretieren. Wer einen Narzissten zum Lebenspartner, Vorgesetzten oder Freund hat, muss sich daher unbedingt glücklich und auserwählt schätzen. Sie gewähren ihre Gunst schließlich nicht jedem. Als Gegenleistung wird nichts weniger als totale Hingabe, Unterwerfung und Bewunderung eingefordert. Beruflich und privat sehen sich Narzissten als zu gut für diese Welt. Niemand schätzt sie so, wie sie es verdient hätten. Und niemand kann ihnen das Wasser reichen. Nummer 2. Der Narzisst trägt niemals die Schuld. Im Zusammenleben oder in der Zusammenarbeit mit einem waschechten Narzissten sollte man sich warm anziehen und nicht zu sehr auf Logik und Vernunft bauen. Es dauert meistens nicht allzu lange, bis es zu ersten Aha-Erlebnissen kommt. Der Narzisst versteht es nämlich ausgesprochen gut, die Schuld an Fehlern, Pannen und ungünstigen Entwicklungen von sich auf andere abzuwälzen. Dabei kann es zu einem Verdrehen der Wahrheit kommen, die man auch beim besten Willen nur mehr mit Science Fiction gleichsetzen kann. Selbst wenn es Zeugen gibt, die das Gegenteil beweisen können, wird ein Narzisst nicht von seiner Version und seinen Schutzbehauptungen abweichen. Er lebt nach der Devise: Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie, bedrohe sie oder mach die Dinge so kompliziert wie möglich. Diese Taktik klappt meistens auch. Die meisten Menschen werfen irgendwann das Handtuch und beginnen sogar an ihrem Verstand und an ihrem Erinnerungsvermögen zu zweifeln, anstatt dem Narzissten die Stirn zu bieten. Nummer 3. Der Narzisst hat immer recht. Im Weltbild eines Narzissten gibt es nur einen Gott, einen König und eine Autorität, nämlich ihn. Platz für eine andere Meinung, Kritik oder alternative Vorschläge gibt es nicht. Wäre der Narzisst auch nur ansatzweise so kompetent und klug, wie er denkt, wäre das auch kein Problem. Es könnte gar nicht genug Menschen geben, die alles richtig machen, immer recht behalten und sich niemals irren. Doch die Praxis sieht natürlich anders aus. Der Narzisst gibt den Ton an und alle anderen müssen sich fügen. Sind die Folgen seiner Entscheidungen fatal, ist er schnell mit einem Schuldigen zur Hand. Diese Bauernopfer hat ein Narzisst sozusagen stets griffbereit. Er zaubert im Notfall keine Asse aus dem Ärmel, sondern einen Sündenbock nach dem nächsten.
Dabei geht ein Narzisst schon mal über Leichen, zerstört Karrieren, Existenzen und den Ruf seiner Opfer noch dazu. Der Wind dreht sich schnell in seiner Welt. Selbst Menschen, die der Narzisst eben noch hofiert und in den Himmel gelobt hat, können im nächsten Moment einen abgrundtiefen Fall erleben, noch bevor sie wissen, wie ihnen geschieht. Nummer 4. Was auch immer man ihm vorwirft, der Narzisst hat es nicht gesagt oder getan. Es ist beschämend und unwürdig, wie ein Narzisst mit aller Kraft versucht, sich aus einem Schlamassel oder aus ernsthaften Schwierigkeiten herauszuwinden. Er würde alles sagen und tun, nur um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Das Abstreiten und Verdrehen der Wahrheit ist dabei sein beliebtes Werkzeug. Seine Weggefährten staunen nicht schlecht, wenn gemeinsame Erinnerungen und Erlebnisse plötzlich komplett anders dargestellt werden. Doch mit der Beharrlichkeit eines Narzissten kann ein nicht toxischer Charakter nicht mithalten. Bedauerlicherweise kommt der Narzisst mit seiner meinharten Verleumdungs- und Verdrängungstaktik meistens ans gewünschte Ziel. So sicher, wie er sich seiner verdrehten und maßgeschneiderten Erinnerung ist, sind sich nicht viele Menschen. Und diese knicken früher oder später ein. Unser heutiges Fazit: Ein Narzisst weiß ganz genau, was er nicht wissen möchte. Wenn du dich immer schon gefragt hast, wie es Menschen möglich ist, ganz ohne ein Gewissen durchs Leben zu poltern, hast du in diesem Beitrag vielleicht eine Antwort erhalten. Für nicht toxische Menschen ist es schlichtweg unglaublich, wie Narzissten ihr schmutziges Spiel spielen und trotzdem noch in den Spiegel blicken können. Hier haben wir die Erklärung dafür. Sie blenden einfach alles aus, was ihnen unangenehm sein könnte. Ein Teil von ihnen weiß ganz genau, dass ihre Intrigen, ihre Machtspielchen und ihr manipulatives Vorgehen nicht in Ordnung sind. Sie haben jedoch irgendwann einmal beschlossen, sich mit diesem unangenehmen Nebeneffekt ihrer Ambitionen einfach nicht zu befassen. Wenn sie dafür ein Leben an der Grenze zu einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung oder in einem Dauerzustand der Amnesie führen müssen, ist das ein Preis, den sie nur allzu gerne bezahlen. Denk nicht, dass ein Narzisst verrückt oder nicht Herr seiner Sinne ist. Er ist es mehr, als wir uns vorstellen können. Wo andere Menschen von Erinnerungen, Gewissensbissen und Reue gequält werden, erschafft ein Narzisst sich einfach nur seine ganz persönliche Insel der Seligen. Dort herrscht er allein und gibt den Takt vor, zu dem alle anderen tanzen. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann schau auch gerne auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald!